Hallo, herzlich willkommen hier in meiner Küche. Heute wieder mit meinem Thermomix, aber nicht mehr für lange. Ich muss ihn wieder abgeben, da auf dem Display immer ein Defekt habe. Und ja, habe gedacht, bevor ich ihn weggebe, ja, wollte ich gerne mit euch nochmal was machen. Und zwar natürlich was Schnelles, ein Pfirsichgetränk mit Buttermilch. Wer Buttermilch mag, ein schönes Pfirsichgetränk. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen nur ein paar Pfirsiche. Ja, nee, gar nicht. Ich will Espresso machen. Jeder macht nur Espresso. Ich mache den Pfirsichdrink. Wir brauchen eine Zitrone und den selbstgemachten Vanillezucker, ja? Das, wie gesagt, ist ganz, ganz schnell. Ja, mach du, was du machen willst. Ist der alt? Von gestern. Der ist nicht alt. Nein! Nicht Ja. wegschütten. Den kann man für Latte Macchiato gebrauchen. Bitte schön. So, jetzt lasse ich mich nicht mehr ablenken. Weiter geht's. So. Und auf weiter die drei halbierten Pfirsiche. Nimm doch die kleine Kanne, die ganz kleine. Ja, dann mache ich ja noch eine dreckig. Ja, lass mich mal eben einmal das so reinmachen. So. Also die Pfirsiche rein. Und einmal 10 Gramm Zucker und ein Teelöffel Vanillezucker. Also, das habe ich ganz eigentlich vergessen. Also zurück. Moment, zurück. Warum? Wie kann man jetzt nicht sehen da? Nein. So, jetzt einmal 10 Gramm Zucker rein. So. Ein Teelöffel von dem Vanillezucker. So. Ein Teelöffel von dem Vanillezucker. Und einmal, Mario, mich kann man nicht sehen. Und zwar Entschuldigung, ein Esslöffel. So. Ich werde dann meinen Thermomix erst heute wieder abgeben. Und zwar wird er dann wieder für, ja, ich denke mal so 1,5 Wochen weg sein. Ich meine, ich muss schon sagen, wir sind ja auch sehr, sehr schnell beim Vorwerk. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen nicht gerade begeistert. So, das Ganze wird jetzt geschlossen. Und das geht für 20 Sekunden auf Stufe. Weiter geht's. Jetzt alles im Deckel, aber das werde ich hier erstmal alles abstreifen, dass das auch alles schön reingeht. So, jetzt steht natürlich hier die Buttermilch rein, aber ich mache nicht sofort die Buttermilch rein. Ich werde hier so ein paar Eiswürfel reinmachen, damit das Ganze so ein bisschen haben will, mache ich da mal ja 100 Gramm von Eiswürfel rein und schließe das wieder und mache noch mal auf Stufe 9 für 20 Sekunden. Ich werde 10 Sekunden machen. Du musst dich bücken, weil man kann dich nicht sehen. Das ist auch gar nicht schlimm, ne? Das reicht schon. Und jetzt kommen 250 Gramm Buttermilch rein. So. So, 250 Gramm. Einmal abwiegen. Und da haben wir es. Und wieder verschließen. Das Ganze geht jetzt für 4 Sekunden auf Stufe 5. So, ich habe jetzt schon mal die Gläser geholt. Ich glaube, ich könnte auch kleinere Gläser nehmen.
So, das war es eigentlich schon. Also, was ich, wie gesagt, gemacht habe, die Eiswürfel noch dazu gegeben. So, das Ganze rein. Ja, sieht lecker aus. Sieht lecker aus. Hier einmal. So, und dann werde ich kurz probieren. Es könnte noch ein bisschen süßer sein. Guck mal, probier du mal. Könnte ein bisschen, oder ist das okay so? Wirklich, ich kann nicht sehen. Bisschen süßer? Ja. Bisschen süßer, okay. Ich mache dann noch... Guck mal, den Kaffee ein bisschen auch. Ja, ich mache dann noch einen Teelöffel von den Vanillezucker rein. Ich denke, das kommt von dem Eis, was ich reingemacht habe. Er ist auf jeden Fall richtig toll erfrischend. Ja? Also wenn es richtig schöne heiße Tage gibt, dann den Eiswürfel einfach reinmachen. Das heißt, erst das Obst, dann der Zucker und dann einfach Eiswürfel. Auch wenn das jetzt in dem Programm anders steht, kann man das ruhig so machen. Ja, das war's schon. Ja. So, mache ich dann schön in zwei Gläsern rein. So. Und das ist jetzt 250 Milliliter an Buttermilch, aber es ist ja auch, da sind ja auch noch die Eiswürfel dabei. So, das ist mein Pfirsichgetränk. Ist schnell gemacht. Ihr könnt das auch mit jeglichen anderen Obst machen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Birnen haben wollt oder Kartoffeln. Oder mit einem Apfel kann man ja auch machen. Ich probiere jetzt. Ja, lecker. Leckeres Getränk für heiße Tage ist, wir haben zwar jetzt nicht so heiße Tage mehr, aber macht nichts. Ja, ich wollte mich nochmal für die tollen Kommentare bedanken für meinen letzten Film, den ich gemacht habe mit dem Espresso-Kaffee. Auch bedanken für die Tipps, die ihr mir gegeben habt, ja, dass ich das nur, das Wasser nur bis zum Ventil machen soll. Dankeschön dafür und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Maro hat gerade Kaffee gemacht, ich weiß nicht, ob er das auch so gemacht hat. Und natürlich von der Giuseppina auch den Tipp, dass man die Kaffeebohnen vorher auf 40 Grad im Thermomix, ich denke mal Linkslauf, einfach so erwärmen sollte, bevor man die malt. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Erstmal danke für diesen Tipp. Ja, ich habe mir vorgenommen, auch ohne Thermomix dann diese Woche ein paar Sachen zu machen, die man auch ganz gut so kochen kann. Von daher sehen wir uns dann auch vielleicht schon morgen wieder. Tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen.